Hallo, grüß euch. Ja, eigentlich habe ich euch ja gesagt, wollte ich nicht mehr so negative Videos machen, beziehungsweise Videos, wo es das ganze Fetzendrang, Jackerl sich geben lassen und so weiter, weil ja, das mit der Zeit, das ist immer mehr frustrierender, auch das Ganze da mit diesen ganzen 3G-Regeln und so weiter, also weil das ist ja schon unerträglich. Ja. Habe ich mir eigentlich vorgenommen, weil einfach, ja, ich wisst so draußen, es gibt alle möglichen Themen, egal wenn du Facebook aufmachst oder WhatsApp oder Telegram, du kriegst ständig immer, ja, die Berichte, die ganzen negativen, wie schlecht das denn überall ist und wie das nur ärger wird und der ganze Wahnsinn. Und ich habe mir auch gedacht, nein, ich mache da jetzt seitdem gar nichts mehr. Aber eigentlich, das Ganze immer, es muss ja raus. Ich muss das sagen, weil das, ich kann das nicht in mich einfressen, was ich jetzt schon wieder immer erlebt habe. Und vielleicht, ja, es tut mir leid, dass ich euch da mit reinziehe, dass ich euch da jetzt was Negatives wieder erzählen muss, aber ich muss das aussehen, weil einfach, ja, das gehört gesagt. Und zwar wollte man jetzt dann, oder habe ich mir jetzt dann so einen RSB-Brief habe ich zugeschickt gekriegt, natürlich vom Gericht, ja. Das ist sowas RSB, ja, wo du persönlich hinkommen musst, wo du dich ausweisen musst, dann musst du zur Post gehen, ja. Und ich bin, wir wohnen ja in Leonding, und das Ganze muss man sich vorstellen, das ist ja auch die Post, die ist ja beim Hauptplatz dort, wo sozusagen die Gemeinde und alles benannt ist. Und da findet ja jetzt so eine Art wie ein Volksfest statt, da haben sie schon was für die Kinder aufbauen und so. Und zuerst denke ich mal, wie ich da so hinkomme, boah, alles ist angesperrt, du kommst nicht gescheit zu, wie denke ich mal, boah, da werden sie irgendwie umbauen oder große Umbaumaßnahmen werden da gerade gemacht, Baustellen, weil das sind diese typischen Baustellen, Gitter, wie wenn du sagst, du kannst da nicht rein, wenn Baustellen abgeriegelt werden, damit da der Zutritt, dass du keinen Zutritt zu der Baustelle hast. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, weil ich das so von früher, von den Baustellen nur so weiß, boah, da in ganz Leonding müssen sie anscheinend umbauen. Dabei, das muss es immer geben, dabei haben die eigentlich nur das wegen dem Volksfest angesperrt, fast den ganzen Ort, kann man sagen, eingekesselt. Wegen dem Volksfest, ja. Damit man da wieder so eine Schleuse hat, weil du kommst da nur rein mit dem geschissenen, ja, 3G-Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann richtig Herzklopfen gekriegt, weil wie ich das dann registriert habe, dass so eine Riesenfläche abgezäunt worden ist. Und dahinter sozusagen am Rande, wo dann auch die Geschäfte angefangen haben, beziehungsweise wo dann auch so Cafés und so sind, da haben die Leute nur normal sitzen dürfen. Und dann kommt das Gitter, wo eigentlich dann dahinter sozusagen das Volksfest dann ist, da sind dann die Leute eingezäunt. Also wie Affen, wie Tiere. Total utopisch, wie in so einem wirklich Science-Zwetschgen-Film, sage ich immer, wo schon wieder beim Eingang so Kontrolleure, also das fängt ja erst jetzt gerade an, da waren überhaupt noch keine Leute dort, da waren schon wieder so ein Security-Personal, die was das anscheinend dann überprüfen, ja, total Dystopie oder wie immer, dass man dann sagt, oder so voll. Oder auch irgendwie so befremdlich. Ja, und das war eigentlich, ja, für mich momentan, das war so richtig ein erschreckendes Bild. Dann ist auch gestanden in dem ganzen Gelände Maskenpflicht. Da sind dann schon voll viele Leute wieder mit dem Lappen um einen angerannt, was das Ganze noch untermalt hat von diesen beängstigenden. Also ich muss ehrlich sagen, das Corona von der Angst her ist ja ein Lächerlschaß gegen dieses Ortsbild, was da erzeugt wird, dieses verschiedene Einkesseln, Menschen unterdrücken, Zwänge auferlegen, Kontrollen, alles nur zum Schein, für die Scheingesundheit, also eine absolute Gesundheitsdiktatur läuft vor unser aller Augen ab. Und die Leute sind wie hypnotisiert, folgen den Ganzen, und das macht mir nur mehr Angst, weil man denkt, boah,
das ist so erschreckend. Die Menschen da mit sind wie Roboter, wie ferngesteuert. Eigentlich habe ich voll Angst von diesen Menschen, die was da so eben mit diesen Lappen herumrennen, die was sozusagen schon umprogrammiert worden sind. Also wirklich absolut Zombie-Apokalypse, wo du ein eiskalter Schauer rennt da über den Rücken, aber also über den ganzen Körper überkommt dieser ein Schauer. Ja, das Ganze ist halt total erschreckend. Und das Beste, wo ich mir noch gedacht habe, also jetzt kommt dann nur eins, was das Ganze ans drauf gesetzt hat. Und zwar bin ich ja dann zur Post gegangen, weil ich mit dem Brief anholen habe müssen, einen RSB-Brief. Und dann steht ganz groß oben eben auf, bei der Post, Eintritt nur mit FFP2-Maske. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil jetzt ist ja überall, ist ja schon, beziehungsweise in die ganzen Geschäften, ist ja keine Maskenpflicht. Und natürlich die bei uns in Leonding in der Post, das sind extreme, generell die Post hat man schon mitgekriegt in der ganzen Krise, das sind immer die totalen Fanatiker, also die sind ja, ja ganz unsere speziellen Freunde. Natürlich, die müssen wieder ihre Sondergeschichten machen, hat nichts natürlich mit irgendeiner rechtmäßigen Gesetzgebung zu tun, wie auch immer. Ich meine, das wissen wir eh schon alle schon lang, dass das alles verfassungswidrig ist. Das ganze vermeintliche Verordnungen, ja, und die kochen dann ihr eigenes Süppchen. Jeder macht dann nur mal zusätzlich, jetzt ist das eine eh schon eigentlich illegal, was die USA da machen, dieser ganze Zwang, dass man sozusagen ein Mensch, das Menschenrecht einfach unbegründet weggenommen hat, weil die ganze Pandemie, die ist ja nicht evidenzbasiert, das weiß man ja auch schon lange. Das heißt also, jetzt kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, die haben uns jetzt sozusagen unbegründet die Menschenrechte oder überhaupt das Recht weggenommen, also einfach, ja, das Recht frei zu atmen, das Recht frei über mich zu entscheiden und so weiter. Das haben, glaube ich, viele auch noch nicht behirnt, was da gerade abgeht. Das heißt, das haben schon mal die Gesetzgeber sozusagen schon mal, die angeblichen Gesetzgeber, da einfach alles ja, durchgeboxt. Da hat man einfach mit der Keule drauf auf die Leute. Ja. Und dann gibt es so die Nächsten, die was sozusagen dann nur einmal eine Stufe weiter unten sind, die was sich selber ihre eigenen Gesetze zusammenreimen, so wie ja, die Post oder gewisse Geschäfte, die was sie sagen, ah, ich mache mir jetzt meine eigenen Regeln, weil ich lasse jetzt nur Leute eine, wie wir schon wissen, 3G oder Maulkorb. Jetzt kann ich willkürlich, wie ich will, weil ich weiß ja, ich habe ja von meinen Obermafiosis hinten in den Rücken gestützt. Versteht? Da ist oben der Obermafiose, der was sowieso schon Unrecht handelt. Und jetzt der kleine Spinner, der was ein wenig an der Waffel hat, sage ich mal, der kann sich jetzt sozusagen in der Rückendeckung seines starken, großen Obermafiosenbruders kann er seine eigenen kleinen Gesetze durchboxen. Genau das ist es. Weil da gehst du nämlich eine da und dann denkst du, boah, die schauen die alle an, jeder guscht, jeder hat sofort demütigst den Lappen oben. Ich habe das so beobachtet. Boah, also das wird immer heftiger, das wird immer schlimmer. Und genau das ist das, warum ich jetzt noch mal ein Video machen möchte, weil ich einfach emotionell das Ganze spüre. Das heißt, ich merke das nicht jetzt, dass man sagt, wenn wer etwas ausspricht oder etwas sagt oder so, sondern ich sprich davon von der Gefühlsebene. Was spürst du dabei? Was spürst du, wenn es auf einmal in deiner Umgebung, wenn alles abgezäunt ist, wenn Leute demütige Blicke aufgesetzt haben, unter der Masken schockierende Augen oder tote Augen da hervorleuchten, weil es schon niederbügelt, niedertreten worden sind, gedemütigt worden sind über anderthalb Jahre, dann werden diese Augen so leer, so ich kann nicht mehr, so ähnlich wie bei Game of Thrones, wie der Stinker da absolut wie zu einem Tier gemacht worden ist. Ja? Die Menschen werden jetzt zu Tieren gemacht. Es hat nichts mehr mit einer Würde zu tun, Menschenwürde, Menschenrecht, alles das Ganze, das wird jetzt einfach weggewischt. Ja?
Und das ist voll schlimm, wenn wir nicht das wirklich bald erreichen. Diese, ich glaube, die Monika Donner hat das auch gesagt, wenn wir nicht bald diese 10% erreichen, die was endlich aufstehen. Es ist, weil, wie es immer schon gegeben hat, in diktatorischen Systemen oder in Unrechtssystemen, weil da hat ja immer, also das funktioniert ja dann, nur dann, wenn die Masse mitmacht. Jetzt macht die Masse mit. Das heißt also jetzt, wir müssen einfach schauen, dass man sagt, 10% auch von Intellektuellen, von gescheiten Leuten, von vernünftigen Leuten, müssen da jetzt die Seiten wechseln, damit man sagen kann, dass man diese 10% zumindest erreicht, damit man dann sozusagen diesen zu der echten Normalität, zu Menschlichkeit, zu Würde wieder zurückfinden kann und dass man einfach das Ganze ja, auflöst, auch die ganzen Lügen, alles, dass das einfach einmal offenbart wird und solange du wahrscheinlich nicht diese 10% erreichst, ja, wird das weitergehen, Jahr für Jahr und ich frage mich wirklich, wie lang wollen die Menschen dann die Rolle so quasi eines Tieres einnehmen? Ja, es ist voll schockierend und das ist genau das, wo ich meine, darum habe ich heute das aus der emotionellen Sicht nur mal erzählt und ich muss mich da aufregen oder da geht gerade in mir irgendwas vor. Das erinnert mich wirklich total an meine Kindheit. Ihr wisst, ich habe das ab und zu meine Videos erzählt, wo man in der Schule, ich war eher ein schüchternes Kind, da war Mobbing immer sehr stark in die Schulen bei uns oder auch in meinem Arbeitsplatz. Ich habe immer sehr stark die ganzen Mobbing-Geschichten erlebt und dann weißt du ja auf der Gefühlsebene, hey, jetzt passiert irgendwas, jetzt entweder es wird irgendwer gemobbt, wo du sagst, hey, das ist aber jetzt nicht rechtens, was da gerade angeht, weil wie man jetzt mit dem redet oder wie man den jetzt ausgrenzt oder wie man den jetzt anschaut, das ist ein Schritt zu weit gegangen. Ja? Und das habe ich sehr oft in meinem Leben erlebt, habe immer wieder solche Geschichten erlebt, ob es jetzt an meinem eigenen Körper, an meinem eigenen Leib war oder in gewissen Umfeld, wo ich das beobachten habe können. Und jetzt findet gerade dieses grausame Mobbing, fast schon Misshandlung der Gesellschaft statt, wo ich das so gespür. Mir ist richtig schlecht geworden. Ich habe richtig gezittert am ganzen Leibe, wie ich das alles gesehen habe. Dieser Zaun, diese Absperrung, da ist irgendwas in dem Augenblick passiert, wo mir das jetzt nur mal mehr bewusster geworden ist, wie weit, dass die uns schon jetzt da niedergeknüppelt haben. Und das ist der Wahnsinn. Also es ist auch jetzt, wenn ich so durch den Ort da durchfahre, in der Freien, in der frischen Luft, wo es alle mit dem Lappen umeinander rennen. Angst, Angst, Angst. Es ist eine Angstgesellschaft. Das ist unglaublich. Leon, rüttelt euch ein Umfeld wach. Sagt es einer, sie sollen da einfach nicht mehr mit tun. Dieser zivile Ungehorsam ist jetzt ganz, ganz wichtig. Man muss nicht jetzt in einer Gewalttat, das sollte ja nicht irgendwie in einer Gewalttat ausufern, aber dieser passive Widerstand ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig oder vielleicht sogar das Wichtigste, weil es einfach viele Menschen gibt, die einfach nicht da jetzt irgendwie auf eine Demo gehen wollen oder sich da irgendwie wo beteiligen wollen, sondern einfach einfach nicht mehr mit tun. Einfach sagen, hey, ich reiß mich heute zusammen, ich sitze heute in einem Geschäft oder irgendwo so an Fetzen nicht mehr auf. Auch wenn es mir jetzt extrem unangenehm ist, weil wir jetzt vielleicht die Leute anschauen, aber jeder Einzelne ist jetzt davor aufgerufen, da jetzt endlich das zu machen, weil es ist bald vorbei, es ist bald vorbei. Und dann seid ihr für ewig gefangen in einem Gefängnis, in einer Diktatur, in einer Welt, die keiner von euch haben möchte. Viert euch.